Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von unseren Bucket Tutorials. Nun ja, es ist mir ein kleiner Fehler passiert. Ich habe die Folge schon mal aufgenommen, aber dabei bin ich wohl außersehen auf den F12-Knopf gekommen. Die Aufnahme wurde beendet und dementsprechend habe ich den ganzen Code schon geschrieben, aber es ist halt keine Aufnahme da. Deswegen werde ich jetzt versuchen, den Teil 2 unseres Scoreboard-Beispiels, unserer Scoreboard-Tests, einfach zu zeigen, wie man eben mit dem Scoreboard beispielsweise einen sogenannten Creeper-Killer-Score einführen kann, mit dem man eben dann zählen kann, wie oft ein Creeper getötet wurde und das Ganze dann auch in einer YML-File speichert. Damit ihr das Ganze auch versteht und wirklich folgen könnt, ist es lohnenswert, dass ihr euch das Tutorial über den YAML-Händler, das wären Folge 8 und Folge 9, nochmal anschaut und euren YAML-Händler erstellt, falls ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten fangen wir jetzt einfach mal an. Ich werde euch jetzt zeigen, wie das Ganze eben funktioniert. Wir haben drei Klassen, die wir dafür benötigen. Das eine ist unser Creeper Killer Listener, den ich jetzt dann erklären werde. Das andere ist unser Scoreboard Beispiel aus dem letzten Mal, das ich jetzt schon etwas modifiziert habe. Und die Tutorial Bucket, unsere Hauptklasse. Wir haben in der letzten Folge bereits schon unser Scoreboard Beispiel gemacht, haben eben getestet, wie das Ganze funktioniert und haben uns eben schon mal angeschaut, wie so ein Scoreboard ausschaut. Ich habe das Ganze jetzt etwas modifiziert, um eben eine Update-Funktion hinzugefügt, dass sich das Ganze eben updatet, und das möchte ich eben jetzt mal geschwind erklären. Das Scoreboard an sich rufen wir ja über die Methode nur einmal auf und können es dann aber nicht mehr wiederholen. Das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt dem Spieler jedes Mal, wenn wir die Methode setExampleScoreboard aufrufen, ein neues Scoreboard zuweisen, dann wird das Ganze ziemlich ressourcenfressend und wir laufen dementsprechend darauf hin, dass der RAM, den wir haben, ausgelastet wird und eventuell auch der Server wegen einer Out-of-Memory-Exception abstürzt. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Hashmaps, die Scoreboards in einer Hashmap speichern. Und diese Hashmap erstellen wir am besten in der Tutorial Bucket Klasse. Das habe ich hier entsprechend schon mal vorbereitet. Das seht ihr hier. Das ist die Hashmap, die erstmal vorab eine Erklärung, was ist überhaupt eine Hashmap? Das sollte ich vielleicht mal voranwenden. Dazu mache ich mal Paint auf, um euch das so ein bisschen zu zeigen. So. Ansicht 100%. Geht dann als Linie weg. Genau. So. Eine Hashmap ist mehr oder weniger eine Tabelle. Eine Tabelle mit mehreren Ansichten. Wir haben einmal die Tabelle mit dem sogenannten Key. So. Und wir haben einmal die Tabelle Value. Das Ganze funktioniert so. Wenn ihr in eine Hashmap einen Eintrag macht, dann tut ihr immer einen Key und einen Value packen. Der Key steht an erster Stelle. In unserem Fall wäre das jetzt ein String, wo ich hier den Spielernamen nehme, dann nehme ich mal meinen von meinem alten Account und als Value eben das Scoreboard, das mir eben zugewiesen wird am Anfang, wird hier eingetragen. Das Ganze funktioniert über die Methode put, das heißt, wenn man die Hashmap aufruft, scoreboardlist.put, können wir eben den Namen einfügen und hier den Wert. Und das Praktische ist halt dann, wenn wir eben einen bestimmten Wert haben wollen, wenn wir jetzt zum Beispiel das Scoreboard vom Spieler Sepko haben wollen, dann können wir sagen hashmap.getValueFor, dann können wir den Key eingeben, also dann kriegen wir den Wert für den Key
Zapgirl. Oder andersrum können wir auch natürlich den Schlüssel anfordern. Dann sagen wir, wir wollen den Key for Zapgirl Scoreboard. Was in dem Fall natürlich unpraktisch ist, weil wir wollen ja eigentlich nur das Scoreboard raussuchen. Und mittels des Namens des Spielers können wir das dann eben rausholen. Sprich, um es mal kurz zu fassen, das Ganze ist mehr oder weniger eine Tabelle mit zwei Spalten, also zwei, sind heiße Spalten oder Zahlen, zwei Spalten, und das Ganze kann man eben sehr dynamisch abrufen. So. Nicht speichern. Diese Hashmap machen wir auch public static, damit wir eben direkt aufrufen können, ist jetzt in dem Fall kein Problem, da müssen wir uns jetzt nicht extra eine Methode machen. So. Genau. Dann komme ich zur SetExampleScoreboard. Die müssen wir nämlich jetzt dementsprechend so gestalten, dass wir die richtig updaten können. Und um die richtig updaten zu können, müssen wir das Scoreboard natürlich aktualisieren bzw. neu laden. Es gibt keine Refresh-Funktion für Scoreboards. Deswegen muss man mehr oder weniger das gesamte Scoreboard neu zusammenbauen. Das Scoreboard an sich haben wir ja schon. Und das können wir überprüfen, ob wir das Scoreboard haben, indem wir jetzt hier abfragen, if tutorialbucket.scoreboardlist contains key picket name. P ist der Spieler. Das heißt, wir fragen eben ab, ist der Spieler schon eingetragen in unserem Scoreboard, in unserer Hashmap, oder ist da noch keiner drin? Und wenn nein, dann wird eben dieser Methodenteil aufgerufen, wo eben ein neues Scoreboard erstellt wird. Das Ganze hier mal so zum Anschauen. Dann erzeugen wir eben Objective, das nennen wir wieder Test Scoreboard. Setzen das in den Typ Sidebar. Schreiben hier den Display Name rein, das ist der Display Name Test. Setzen hier dann den Score, den habe ich jetzt hier mal Creeper Kills genannt. Das Ganze, wie man das macht, das kennt ihr ja schon aus dem letzten Teil. Und der Score, dazu komme ich eben gleich, das ist eben eine Methode, wo wir eben die Punkte bekommen. Das zeige ich euch gleich. Danach wird das Scoreboard wieder gesetzt und damit wir den Eintrag dann haben, wird unser Scoreboard, was wir hier erzeugt haben, in unserer Hashmap gespeichert. Andernfalls, wenn wir das alles schon gemacht haben, wenn wir schon ein Scoreboard eingespeichert haben für den Spieler, können wir das natürlich mit der Methode get von der Scoreboard-List von Tutorial Bucket eben abrufen. Via pgetName. Und das Ganze sieht dann eigentlich genauso aus wie der obere Teil. Nur, dass wir eben halt das Abspeichern nicht mehr machen müssen und eigentlich nur das Ganze updaten müssen. Sprich, das Einzige, was sich dann verändert, ist das hier, weil wir ja andere Punkte haben. Der Point Manager ist eben auch noch ein weiterer Teil und da kommt jetzt eben der Jammerhändler, den ich angesprochen habe, zum Zweck. Und zwar ist der Point Manager nichts anderes als eine Klasse, die eine YML-Datei verwaltet. Die YML-Datei, die wir hier erstellen, nennen wir jetzt beispielsweise points.yml. Der wird wieder der Wert f zugewiesen, also private static file f, und f ist dann eben YAML-Händler create file points.yml. Der Wert c ist unsere file configuration c. Und die ist eben YAML-Händler create YAML-File, also da erstellen wir eben die YAML-Datei, eben für die File F. Und auf dieses C können wir dann eben zugreifen und damit können wir dann arbeiten, um eben die Punkte für jeden einzelnen Spieler hinzuzufügen. Natürlich könnt ihr jetzt, können jetzt die unter euch sagen, die sich schon ein bisschen besser mit Java auskennen, da könnte man beispielsweise auch MySQL nehmen. Das wäre sogar viel dynamischer und wesentlich einfacher. Nur das Problem ist, wenn ich jetzt hier mit MySQL arbeiten müsste, bräuchte ich, glaube ich, 40 Minuten, um das euch alles zu erklären, weil MySQL-Server aufsetzen, das Ganze dann testen und so, das dauert halt seine Zeit und ist natürlich auch ziemlich aufwendig. Daher nehmen wir jetzt in der Folge erstmal bevorzugt den YAML-Händler, den wir selber geschrieben haben, da für unseren Testzwecke. Und für kleinere Server ist so eine kleine Liste mit Spielern
wesentlich einfacher zu schreiben. Wir haben dann zwei Methoden, AddPoints und GetPoints. AddPoints und GetPoints sind eigentlich ganz einfach erklärt. GetPoints ruft eben aus der YAML-Configuration-File, aus der File-Configuration eben den Integer-Wert für einen Spieler auf, also und weist ihm dann die Variable Points zu und dann wird ihm Points ausgegeben. Wenn das aber nicht klappt, das heißt, wenn kein Eintrag vorhanden ist, daher auch dieser Try-Catch-Block, so heißt der, dann wird im Catch-Block einfach minus 1 ausgeworfen. Minus 1 bedeutet im Klartext, der hat noch keine Punkte, sprich, da ist noch kein Eintrag vorhanden. Das können wir uns dann zunutze machen in der AddPoints-Methode, die einfach so aufgebaut ist, dass wir die Punkte abrufen via GetPoints, schauen, ob CurrentPoints, also unsere Punkte, die wir abgerufen haben, gleich minus 1 ist. Wenn ja, dann ist es ja eigentlich nur 0 plus die Punkte, die eben zugeschrieben werden in dem Parameter, also in Points. Sprich, wir können das Ganze gleichstellen und sagen, CurrentPoints ist gleich Points. Andernfalls, wenn die Current Points doch schon Wert zugewiesen haben, müssen wir das Ganze addieren. Nachdem wir den Wert für unsere Punkte, die aktualisiert wurden, festgelegt haben, müssen wir das Ganze natürlich noch speichern, indem wir das Ganze eben setzen mit c.set, also File Configuration Set, dann eben als erste Variable den Namen unseres Spielers und als zweite Variable die Punkte. Danach, wie gewohnt, müssen wir natürlich die Datei speichern, dass eben die Änderungen beibehalten werden. Und das können wir über unsere Methode, die wir vorgefertigt haben, save YAML-File cf. Ja, das war es eigentlich mit dem Point Manager. Gehen wir nochmal zurück zu unserem Scoreboard-Beispiel, wo ich das Ganze eben dann eingebaut habe. Hier wird eben der Score gesetzt, indem eben der Score für den jeweiligen Spieler nach den Punkten abgerufen wird, das heißt GetPoints liefert eben einen Integer-Wert zurück und SetScore setzt eben den Integer-Wert, den die Methode hier liefert, aus. Genau, warum ich jetzt hier Tutorial Bucket GetPoint Manager habe, ist erklärt. Wir haben ja bei unserem Point Manager haben wir einen Konstruktor, sprich, wir müssen einmal eine Instanz von dieser Klasse erzeugen. Das machen wir am besten in der Tutorial Bucket, wo wir eben eine Methode beziehungsweise erstmal hier eine Variable einfügen, die nennen wir Private Static Point Manager, P, also man kann es auch P-Point oder was weiß ich nennen, erzeugen die neu, einfach hier P ist gleich eine Point Manager und dann eine Methode hinzufügen, mit der wir eben unseren Point Manager aufrufen können, ohne eben unser ganzes Java-Plugin zu importieren, nämlich public static point manager get point manager. Und die liefert dann eben den Wert p zurück, was unser point manager ist, den wir erstellt haben. So funktioniert das Ganze. Eventuell werde ich auch mal den Source Code, den wir jetzt bisher haben, veröffentlichen, aber ich möchte natürlich, dass ihr aus den ganzen Tutorials was lernt. Jetzt natürlich ist es problematisch, weil ich eben das Ganze jetzt nicht live geschrieben habe, sondern eben nur nacherklärt. Das liegt einfach daran, dass das mit dem Aufnehmen halt nicht wirklich geklappt hat. Ja. Nachdem wir unseren Point Manager eben gemacht haben und die ganzen Methoden hier, das sind hier eben nochmal Zugriffsmethoden, die wir eigentlich weglassen können. Deswegen kann ich die eigentlich löschen. Müssen wir natürlich auch noch unseren Creeper-Killer-Listener machen, den ich vorher schon gezeigt habe, der eben dafür verantwortlich ist, dass immer, wenn ein Creeper von einem Spieler getötet wird, der Spieler ihm einen Punkt zugeschrieben kommt. Das ist auch ziemlich wenig Stoff, das ist sehr übersichtlich gehalten. Wir brauchen dafür natürlich wieder ein Event, das ist das sogenannte Entity-Def-Event. Wie man Listener erstellt, habe ich euch in Folge 3 gezeigt und ich denke mal, das Ganze hier ist übersichtlich, das heißt, ihr könnt das einfach abschreiben. Ich erkläre es trotzdem, was das Ganze ist. Wir überprüfen eben in einer If-Klammer, ob eGetEntity, das ist die Entity, die eben getötet wurde, der Typ dieser Entity dem eines Creepers entspricht und
ob der Killer, also der, der die Entity, also unsere Mob, den Creeper getötet hat, auch ein Spieler ist, weil es kann ja natürlich sein, dass jetzt ein Skelett einen Creeper getötet hat. Dann ist es natürlich so, dass dann niemandem einen Punkt zugeschrieben werden kann, weil ein Skelett ist ja kein Spieler. Sobald wir das dann haben, also sobald diese Bedingung erfüllt ist, können wir unseren Spieler P eben durch die Methode eGetEntity, getKiller, getPlayer abrufen. Dadurch erhalten wir unseren Spieler P. Danach müssen wir dem Spieler, den wir ermittelt haben, die Punkte zuschreiben über TutorialBucket.getPointManager, Klammer auf, Klammer zu, .addPoints. Haben wir hier P und 1. Und danach müssen wir noch unser Scoreboard updaten mit unserer Scoreboard-Beispielklasse, in der wir einfach sagen Scoreboard-Beispiel.setExampleScoreboard, Klammer auf, P, Klammer zu. Das Ganze ist ziemlich übersichtlich, weil wir eben schon eine ziemliche Vorarbeit geleistet haben. Das ist auch das Schöne, wenn man wirklich sich so ein paar Methoden zurechtlegt, muss man nicht alles 10-mal schreiben. Und dann werden solche Klassen eben schön klein und übersichtlich gehalten. Ja, falls es dazu noch Verständnisprobleme gibt, könnt ihr natürlich in die Kommentare schreiben. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unglücklich gelaufen, gebe ich zu. Aber ich hoffe, ich habe das jetzt gut erklärt. Damit das Ganze noch so einen bildlichen Sinn hat, schauen wir uns das jetzt natürlich an. Ich habe das Ganze natürlich schon in meinem Server, in meinem Testserver drin. Zu Demonstrationszwecken tue ich das Ganze jetzt nochmal exportieren. Jar-File, Jar, Tutorial, Finish, Point Manager. Ja. So, dann müssen wir das Ganze updaten. Beziehungsweise starten. Gehen wir auf unseren Testserver. Wie man einen Testserver macht, habe ich auch schon gezeigt. Das seht ihr alles in meinem Tutorial Numero Uno oder Numero 2. Wir haben jetzt hier natürlich noch den Countdown. Den können wir aber jetzt getrost ignorieren. So. Jetzt warten wir ein bisschen, weil Minecraft braucht momentan ziemlich lange, bis es startet. So. Da sehen wir auch schon unseren Minecraft-Server. Klicken drauf. Und wir sind hier. Man sieht doch schon, ich habe auch schon ein paar Creeper-Kills gemacht. Ich zeige euch auch dann gleich die YML-Datei, damit ihr das Ganze auch mal seht. Wenn wir jetzt einen Zombie beispielsweise mal töten, sehen wir ja, es passiert nichts. Probieren wir es aber mit dem Creeper. Wenn ich jetzt einen finde auf die Schnelle. Die Zombies hier. Ein Skelett mit einer kompletten Rüstung. Na komm. Wenn wir jetzt aber einen Creeper töten, mal schauen, ob ich einen finde. Jawohl. Dann zack, zack, sehen wir, die Anzahl an Creepern hat sich auf 5 erhöht, die wir jetzt bisher getötet haben. Gehen wir mal weiter, haben wir 6 Creeper, 7, ein Zombie, ist das ein Skelett mit der, Alter, was läuft denn hier alles rum? So, machen wir es nochmal, einfach zum Test, so. Und wir sehen, es hat funktioniert. Funktioniert wunderbar. Natürlich, man kann das Ganze auch noch beliebig verändern. Ihr müsst jetzt nicht natürlich ein Creeper-Kill-System machen oder irgendwie sowas. Das Ganze ist zum Beispiel ganz nützlich eben für Punktzahlen, wo ihr eben dann Punkte für einen Spielmodus, den wir irgendwann mal programmieren werden, einschreiben könnt. Oder ihr könnt irgendwelche Punkte während des Spiels machen. Da sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Es lassen sich auch GUI-Methoden machen. Das kann ich mal am Beispiel von Mineplex zeigen. Da schauen wir mal kurz, wo haben wir es denn? Genau, mal als Beispiel davon, wie das bei zum Beispiel Mineplex ausschaut. Hier eben, Mineplex hat das Ganze noch etwas verbessert. Die haben sogar so ein bisschen so einen Fluently-Effekt gemacht. Fluently. So eine, wie so, das kennt man aus so Tafeln, wo eben so
der Platz nicht ausreicht und das Ganze eben so der Reihe nach eben abgespielt wird, also Buchstabe für Buchstabe. Ja, das war es jetzt für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich war jetzt dieses Mal so ein bisschen so das Problematische, wie wir das am besten, weil das mit der Aufnahme nicht wirklich geklappt hat. Ich hoffe aber trotzdem, dass ihr aus der Folge was mitnehmen konntet und mit den Scoreboards ein bisschen rumexperimentiert. Falls ihr eine Frage habt zu den Scoreboards, schickt sie mir, schreibt sie in die Kommentare oder schickt mir eure Plugins, damit ich das Ganze mal anschauen kann. In der nächsten Folge werden wir uns noch einmal mit den anderen Scoreboard-Möglichkeiten beschäftigen, da es noch andere weitere Scoreboards gibt. Zum Beispiel das Scoreboard Health, also überm Kopf oder in der Tableiste. Das ist aber Stoff für die nächste Folge. Mein Name ist The Sand Horizon. Ich verabschiede mich für heute. Vielen Dank und auf Wiedersehen.